Herrn El-Senoussi und der Sandra Paula-Themenstreit, die genau diese Software im Prinzip im Unterricht erproben. Und ich werde auch bei meinen Ausführungen am Nachmittag dann noch etwas Bezug darauf nehmen, nur ganz kurz als Information. Das eben soeben Gesagte ist bei uns bereits verfügbar. Die Kombination, die habe ich gerade im Chat gepostet, die lautet Aufruf dieser Software Dacora über e-education.at und mit Zugängen, die man über eduvidual.at hat, über diese zentrale Plattform Moodle-Instanz österreichweit, kann man damit arbeiten. Und ich bitte jetzt beide Vortragenden, das näher zu erläutern. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bräuchten, also ich habe die Rechte bekommen für die Präsentation, aber mein Kollege bräuchte die bitte. Sollten verfügbar sein. Ja. Wunderbar. Also wir freuen uns sehr, dass wir heute da sein dürfen. Wie gesagt, Didier El-Senoussi und Sampa Paulert, wir sind von den Tourismusschulen Modul. Wir dürfen heute unseren Kompetenzraster, den wir in der Schule nun im Praxisunterricht, in der Praxisabteilung einsetzen, vorstellen und möchten uns gleich in diesem Zuge ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir bekommen haben im Laufe dieses Projekts, eben von dir, Andreas, bei diesen Kompetenzrastern, die wir dann in Eduvidual im Endeffekt eingespielt haben und beim Team von Eduvidual, die uns auch sehr, sehr unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, worum geht es? Es geht um einen Unterrichtsgegenstand, der in unserem Schulzweig unterrichtet wird. Das ist das Betriebspraktikum und Projektmanagement. Das ist ein Teil des Praxisunterrichts, der besteht unter anderem aus dem Kochunterricht und dem Serviceunterricht. Und in einem dreiwöchentlichen Radl, wie wir sagen, findet dieser Unterricht quasi statt. Das ist eine Woche Kochunterricht, eine Woche Serviceunterricht, eine Woche Betriebspraktikum. Die Schüler und Schülerinnen sind da in drei Gruppen geteilt in einer Klasse und kommen also in 3 Wochen Abstand ins Betriebspraktikum. Dort landen sie dann circa 8 Mal im Jahr und durchlaufen hier verschiedene Arbeitsbereiche. Und damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie das abläuft, haben wir da ein paar Bilder vorbereitet. Geht schon, Bill? Ja. Aber bevor wir die Bilder zeigen, wird mein Kollege jetzt mal kurz den Lehrplan erläutern. Dann ist das auch ein bisschen besser nachvollziehbar. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, unser Projekt hier so zu präsentieren. Um hier auch ein bisschen diesen formellen Rahmen hier zu zeigen, haben wir eben hier, sagen wir mal, beispielhaft den Lehrplan für den ersten Jahrgang im Bereich Betriebspraktikum und Projektmanagement in die Präsentation hineingearbeitet. Die Lehrpläne für den zweiten, dritten und vierten Jahrgang unterscheiden sich nur geringfügig von dem des ersten Jahrgangs. Da kommen einfach dann noch hinzu irgendwelche Kompetenzen, die im Bereich Supervising und der Schüler, die Schülerin kann kleine Teams leiten und kann die Arbeitsleistung, die eigene und die des Teams reflektieren. Solche Dinge kommen dann hinzu beim dritten und vierten Jahrgang. Aber der grundsätzliche Rahmen ist relativ ähnlich, also auch bei den anderen Jahrgängen. Schauen wir uns kurz an, was da geht. Es geht also darum, und das hat die Sandra schon ein bisschen angedeutet, wir haben jetzt den Servierunterricht, wir haben den Kochunterricht und dann eben als dritte Achse die betriebliche Praxis. Und hier geht es eben darum, dass eben die in den anderen Gegenständen erworbenen Kompetenzen also auch angewendet werden können in der betrieblichen Praxis, dass hier eine professionelle Einstellung zur Dienstleistung vorliegt, dass das Erscheinungsbild und die Kleidung den Anforderungen des Berufsbildes entsprechen, dass man Gäste betreuen kann, dass die Schülerinnen und Schüler also auch in Bezug auf Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Hygiene und Abfallwirtschaft, dass sie das unter Anleitung praktisch umsetzen können, dass sie auch unter Anleitung betriebsrelevante Maschinen bedienen können, dass sie einfache Betriebsabläufe aus der Gastronomie und Hotellerie erklären können und im Team arbeiten können. Und im Lehrstoff steht dann eben auch nochmal beschrieben, dass eben die betriebsbezogenen Tätigkeiten in allen Bereichen der Gastronomie und Hotellerie sowie der Umgang mit dem Gast eben im Vordergrund steht. Und wir im Modul haben eben die Möglichkeit geschaffen, den Schülerinnen und Schülern möglichst ein breites Spektrum an unterschiedlicher betrieblicher Praxis anbieten zu können.
Genau, und das haben wir jetzt ein bisschen festgehalten in bewegten Bildern. Ich werde dazu einfach ein bisschen erzählen. Eine dieser Arbeitsstätten oder Arbeitsbereiche ist das Lehrerrestaurant. Das heißt, am Versuchsobjekt Lehrperson kann sehr praxisnah alles ausprobiert werden. Hier sehen wir jetzt auch die Restaurantküche, wo die Schüler und Schülerinnen frisch die Gerichte zubereiten, anrichten und das alles unter Anleitung von einem Betreuungslehrer. Und da sind wir jetzt wieder im Restaurant, wo dann eben serviert wird. Sie arbeiten in relativ kleinen Gruppen, also circa 4 bis 8 Schüler und Schülerinnen pro Station. Das ist von der Station abhängig. Und die sind dort dann mehrere Stunden an diesem Tag eingesetzt. Und der Kollege oder die Kollegin, die da betreut, kann sich wirklich auch Zeit nehmen für die Schüler und Schülerinnen, wie zum Beispiel auch hier in der Weckerlküche, wo die Jausenweckerl, die dann später im Schülercafé verkauft werden, zubereitet werden. Und da wird auch besonders eben auch auf die Hygienerichtlinien beim Verpacken geachtet. Und da bekommt man eben auch sehr individuelle Betreuung, wie man hier sieht. Jetzt sind wir im Schülercaféhaus. Hier wird gerade das Boniersystem geschult. Das haben wir vorher schon gesehen im Lehrerrestaurant, wo eben die Kollegin gerade einweist, wie zu bonieren ist. Wir haben ein bargeldloses Zahlsystem mit der EduCard und alles, was gekauft wird in der Schule, läuft eben über dieses System. Naja, und jetzt sind wir schon bei der Kaffeemaschine selbst angelangt. Die Schülerin probiert jetzt zum ersten Mal eben Kaffee zu machen und was so locker flockig bei den Baristas aussieht, ist eigentlich sind eigentlich Handgriffe, die man viel, viel üben muss, also bis man dann wirklich aufrecht vor der Kaffeemaschine steht, ohne sich runterbücken zu müssen, wenn man eben den Siebträger einspannt, das erfordert viel Übung. Und das genau wird eben im Betriebspraktikum erstens gelehrt und dann eben auch geübt, weil die Schüler und Schülerinnen eben mehrmals im Schuljahr in diesen Stationen Zeit verbringen. Aber die Gelegenheit haben sie. Wir haben am Tag ca. 200 Kaffeeportionen, die verkauft werden. Das heißt, da gibt es ausreichend Übungsmöglichkeit. Eine nächste Station, die wir auch haben, ist die sogenannte Warenwirtschaft. Das ist das Büro, wo unser Kollege sitzt, der die Warenbestellungen macht. Und auch hier haben wir ein Verwaltungsprogramm. Sie sehen, das ist jetzt wirklich eine Minigruppe. Das sind nur zwei Schülerinnen eingesetzt, die eben hier die Bestellung unter Anleitung machen. Ja, und hier sehen wir jetzt noch das Endprodukt aus der Küche, das im Lehrerinnenrestaurant serviert wird. Ja, und wie Sie sich vorstellen können, ist dieser Unterricht, der eigentlich ein Gegenstand ist, aber auf 8 Stationen aufgeteilt ist, gerade wenn es um die Beurteilung und um die Bewertung geht und vor allem auch um die Dokumentation des Lernprozesses, dann ist das doch eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir haben doch in jeder Station unterschiedliche Lehrer, die beurteilen und auch in den Stationen selbst rotieren die Lehrkräfte. Das heißt, es muss nicht heißen, dass dann wieder dieselbe Betreuungslehrerin oder dieselbe Betreuungslehrer da ist wie beim letzten Mal. Das war die Herausforderung, die sich gestellt hat. Wie kriegt man das hin? Und ja, da haben wir uns dann halt begonnen, darüber Gedanken zu machen. Also kurz auch noch ein bisschen die Historie aufzuschlüsseln, wie das überhaupt entstanden ist. 2019 haben wir den Auftrag bekommen von der Schulleitung, ein Tool zu schaffen oder ein Tool zu entwickeln, bei dem die Lernerfolge im Praxisbereich besser abgebildet werden können. Und uns war von Anfang an klar, dass das also digital sein muss. Und deswegen habe ich mich auch gleich mit der Sandra kurz geschlossen, die bei uns in der Schule nicht nur die Expertin im Bereich Digitalisierung ist, sondern eben auch unsere Moodle-Administratorin ist. Und deswegen war ich dann bei ihr und wir haben gemeinsam überlegt, was könnten denn die Ziele sein, die wir da verfolgen wollen. Und da war es klar, also es geht darum, dass wir Transparenz schaffen wollen bei den individuellen Leistungserfolgen der Schülerinnen und Schüler, aber auch bei der Leistungsbeurteilung. Das wollten wir also auch auf diese Transparenz erhöhen. Wir wollten eine bessere Übersicht geben über die bereits erbrachten, aber auch noch ausständigen Kompetenzen. Und es ging auch darum, dass wir eben ein Tool schaffen, ein digitales,
dass diese Lernprozesse in Betreuung durch mehrere Lehrpersonen zulässt. Naja, und da haben wir wirklich lang gesucht. Wir waren sogar drauf und dran, dass man zu überlegen, programmieren wir da selber eine App. Und dann war es aber irgendwie auch gerade so die Zeit, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen ja eigentlich individual pushen. Wir wollen, dass sich alles auf der Lernplattform konzentriert. Und da jetzt wieder was Neues einzuführen, das war dann eigentlich nicht so nach unserem Geschmack. Und wir haben dann recherchiert, ich muss dazu sagen, wir waren damals noch keine E-Education-Schule und haben noch nicht vielleicht den Wissensstand gehabt, den andere in dieser Zeit schon hatten. Und wir haben dann natürlich, wenn man sich mit Kompetenzen auseinandersetzt, Komet entdeckt und sind über Komet dann eigentlich eine E-Education-Schule geworden und freuen uns, dass das eigentlich unser Einstieg damals war, weil wir sind sehr froh, dass wir jetzt dabei sein dürfen. Über Komet haben wir dann begonnen, die Kompetenzraster zu entwickeln. Da waren dann sehr viele Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis auch beteiligt, weil es eben darum ging, genau zu definieren, wie messen wir den Kompetenzen, was sind die Indikatoren. Wir haben das dann umgesetzt und den Kompetenzraster dann in Individual integriert mit dem Tool, das heute der Andreas, glaube ich, eh auch noch vorstellen wird. Und haben dann in ganz, ganz kleinen Rahmen das mal ein bisschen ausgetestet mit ein paar Testschülern. Dann haben wir Gott sei Dank Kollegen und Kolleginnen gefunden, die sich bereit erklärt haben, dass sie das pilotieren. Genau, und also und im heutigen Schuljahr haben wir eben begonnen, dieses System also im Vollbetrieb zu übernehmen. Wir haben also auch ein Schilf abgehalten für die Kolleginnen und Kollegen, um einfach das Handling also zu vermitteln. Und es gibt jetzt also auch im ersten Semester so eine Art Monitoring, bei dem die Kolleginnen und Kollegen denen einfach Hilfestellung gegeben wird im Bereich dieser Beurteilung über diesen Kompetenzraster. Und ich muss sagen, von Woche zu Woche funktioniert das immer und immer besser. Ich denke, wir haben auch einige Fenster gefunden im Kollegium. Es funktioniert ganz gut, ja. Ja, aber es haben sich natürlich auch einige Herausforderungen gestellt, als wir diesen Kompetenzraster entwickelt haben. Prinzipiell werden ja die Kompetenzraster anhand der Lehrpläne erstellt. Das heißt, man übernimmt dann, man bildet den Lehrplan in den Kompetenzrastern ab. Und das hat halt gerade in diesem Gegenstand nicht immer gut gepasst und nicht gut funktioniert, weil wir eben diese vielen Stationen auch haben, wie schon vorher beschrieben. Und da möchte man eben also auf diese eine Herausforderung neben der, dass wir eben, wie wir schon gesagt haben, dass eben mehrere Lehrpersonen da auch quasi beurteilen sollen, haben wir eben auch einige Herausforderungen im Bereich des Lehrplans selbst, wie die Sandra schon eben angedeutet hat. Wir haben also hier einerseits so ein bisschen zusammenfassende Kompetenzbeschreibungen, die aus unserer Sicht eigentlich also auch getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Nämlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese persönlichen Kompetenz nehme, dann bedeutet diese professionelle Einstellung zur Dienstleistung ja eigentlich, hat etwas mit Motivation zu tun, mit positiver Arbeitshaltung, das Erscheinungsbild, also mit der persönlichen Hygiene und die Anforderungen in Bezug auf die Kleidung mit den unterschiedlichen Uniformen, die getragen werden müssen, ob ich jetzt im Hotel bin, ob ich jetzt quasi im Restaurant bin oder im Modultreff, also in dem Kaffeehaus, oder ob ich in einer Küche bin, da haben wir auch unterschiedliche Anforderungen, was die Berufskleidung betrifft. Also das sind aus unserer Sicht eben so Teilbereiche aus dieser Kompetenz. Andererseits haben wir eben dieses Wiederkehren der Kompetenzen, weil eben diese 8, 9 Termine, die wir da im Jahr haben, da sind diese persönlichen Kompetenzen vor allem ja immer wieder am Prüfstand, wenn man so möchte. Also da ist immer wichtig, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler pünktlich kommen. Das ist also auch ein Teil dieser professionellen Einstellung, dass die natürlich also quasi gepflegte Uniform haben, dass sie auch gepflegt erscheinen und dass die Uniform komplett ist. Das heißt, das muss wiederkehrend also quasi auch beurteilbar sein aus unserer Sicht. Dann haben wir eben auch diese Situation mit den allgemeinen Formulierungen, wie zum Beispiel die betriebsrelevanten Maschinen bedienen zu können. Ja, das ist natürlich unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Das kann also einerseits ein Kassensystem sein im Restaurant oder im Kaffeehaus. Das kann andererseits eine Kaffeemaschine sein. Das kann aber in der Großküche sein, zum Beispiel ein Kombidämpfer, eine Kippbratpfanne. Das kann ein Rührkessel sein, etc. Es kann ein Induktionsplatten sein. Also das sind unterschiedliche Maschinen ja auch da. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen sichtbar machen, an welchen Geräten, an welchen Maschinen wurde bereits gearbeitet. Und also auch die einfachen Betriebsabläufe in der Gastronomie und Hotellerie sind ja quasi von Abteilung zu Abteilung ganz unterschiedliche. Ja, und das haben wir versucht eben umzusetzen in einem Kompetenzraster, der ein bisschen abgewandelt wurde.
Und das entwickelte Konzept eben versucht, beziehungsweise bildet den Lehrplan einerseits ab und ist aber angepasst individuell auf diese für unseren Standort individuellen spezifischen Aufgabenfelder. Und wir haben die Teilkompetenzen, die sozusagen die jeweiligen spezifischen Handlungsprozesse darstellen, damit die Kompetenzen auch messbar werden. Und das Kompetenzportfolio ist eben so angelegt, dass möglichst alle Möglichkeiten an Kompetenzen und Teilkompetenzen bei jedem Unterrichtstermin beurteilbar sind. Und das wollen wir gerne kurz herzeigen. Deswegen werde ich jetzt kurz wieder die... Nein, das nicht. Nur die Präsentation beenden, oder? Passt schon. Nein, du tust die Bildschirmnutzung jetzt. Ah ja. So, da sind wir jetzt in unserem Kompetenzraster in einem Testkurs. Ich suche jetzt einmal die Schülerin aus, das ist der Testlehrer in dem Fall. Und wir haben hier schon einige Beurteilungen jetzt einmal vorgenommen, auch die wir dann nachher noch sehen. Aber den habe ich nicht gerade müssen. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt hier die Kompetenzen noch sehen und ich bin jetzt zum Beispiel jetzt im Modultreff, also in diesem Kaffeehaus eingeteilt als Lehrkraft und möchte mir jetzt eben anschauen, was hat der Schüler, die Schülerin bereits an Kompetenzen erworben hier. Dann sehe ich also auch hier an diesen grau hinterlegten Augensymbolen, dass hier bereits zum Beispiel die Ausgabe von Produkten und die Hygiene-Qualitätsstandards schon eben hier vollständig erreicht worden sind. Aber im Bereich Handhabung der Siebträgermaschine, also betriebsrelevante Maschinen, dass da eben noch ein Bedarf ist. Da kann ich mir dann auch mal anschauen, was genau sind die Probleme gewesen. Ja, das Einspannen des Siebträgers war zum Beispiel hier noch herausfordernd. Und wir haben hier zum Beispiel auch bei Milchschäumen große Herausforderungen. Logischerweise, wenn es an diesen zwei grundlegenden Prozessen schon scheitert, dann ist also quasi auch natürlich die Zubereitung also quasi hier noch nicht, nicht möglich. Und das heißt natürlich, wenn Sie also heute zu mir kommen und ich sehe hier, dass eben hier noch bestimmte Herausforderungen da sind, dann werde ich natürlich da versuchen, an diesen Kompetenzen zu arbeiten mit der Schülerin. Und ich sehe auch, hier im Bereich Boniersystem und Kassasystem gibt es noch gar nichts. Also werde ich Sie wahrscheinlich auch so auch an diesem Tag, an diesem Termin hier hier dafür einteilen, dass Sie also auch die verkauften Waren bonieren kann. Dann gehe ich jetzt auf den spezifischen Termin. Das wäre jetzt in dem Fall der 5. Jetzt. Wir haben eben schon einige Beurteilungen vorgenommen. Ich werde zuerst im Bereich Selbstkompetenzen hier Beurteilungen vornehmen im Bereich Pünktlichkeit, also kommt pünktlich zum Unterricht oder ich habe die komplette und gepflegte Uniform und dann am Schluss kann ich auch dann hier nochmal beurteilen, die positive Arbeitshaltung, die wir schon besprochen haben, und die Verlässlichkeit im Bereich Selbstkompetenz. Im Bereich Sozialkompetenz habe ich eben dann die Teamfähigkeit. Also ich kann im Team mitarbeiten, wie wir auch im Lehrplan gesehen haben, und auch die Gäste betreuen. Auch das war ja im Lehrplan verankert. Und im Bereich Kaffeehaus haben wir dann die jeweiligen Geräte. Also hier haben wir schon gesehen, im Bereich Ausgabe hat die Kollegin ja schon etwas getan. Dann werde ich möglichst hier quasi arbeiten mit ihr an der Kaffeemaschine, um hier noch die Teilkompetenzen hier besser zu vermitteln oder dass sie dann noch einfach Chance hat, das zu üben. Und am Schluss des Tages werde ich dann hier dementsprechend wieder eintragen, wo hier momentaner Stand ist. Also ob sie jetzt eben das vollständig beherrscht, das Einspannen, oder ob sie jetzt die Mengen, die Portionsmengen auch beherrscht. Aber auch zum Beispiel, wo wir vorher schon gesehen haben, das Problem mit den Milchschäumen, ob sie das hier verbessert hat. Und das könnte ja dann sein, dass sie sich dann auch dementsprechend hier verbessert. Und das kann ich natürlich dann auch abspeichern. Auch bonieren lasse ich sie natürlich an dem Tag, weil da haben wir ja gesagt, das haben wir noch nicht. Deswegen werden wir sie das auch machen lassen. Und ich kann ja diese Beurteilungen eintragen. Genau. Das heißt, man muss nicht in allen Kompetenzen beurteilen, sondern natürlich nur in denen
eine Überprüfung oder eine Leistungserbringung stattgefunden hat. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz noch herzeigen, wie das aus Schülerinnen-Sicht aussieht. Das ist jetzt stoppen, oder? So, also hier sehen wir jetzt die Schülerin, den eingeloggt, und ich kann jetzt auch hier auf den Kompetenzraster klicken und sehe jetzt hier die Beurteilungen, die meine Lehrkräfte für mich zusammengestellt haben. Ich habe hier alle Lernvorschritte, oder ich kann mir meine einzelnen Termine ansehen und sehe dann, wie ich beurteilt wurde. Wir haben auch hier eine Note, die immer angepasst wird. Das heißt, man sieht dann auch gleich, wo habe ich quasi, also wo stehe ich jetzt gerade. Und was ich auch sehr schön übersichtlich finde, ist hier das Kompetenzprofil. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich eine sogenannte Rasterübersicht. Hier habe ich dann die Beurteilungen aus den jeweiligen Terminen. Ich sehe, welche Kompetenzen ich schon erreicht habe und auf welche Note, also das wird gerundet vom System, ich da derzeit gerade stehe. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Vorstellungsgespräch habe, dann könnte ich mir auch einen Bericht erstellen. Hier unten gibt es dann die Möglichkeit eines Berichtes, Entschuldigung, hier gibt es die Möglichkeit eines Berichtes, wo man die Parameter festlegen kann und den Bericht dann eben runterlädt. Und dann kann man sich diesen Bericht, okay, das geht jetzt nicht auf. So, hier ist er schon und bekommt dann eben eine genaue Auflistung der Kompetenzen, die man eben schon erreicht hat und noch Beurteilungen bekommen hat, mit einem entsprechenden Zeitstempel. Genau. Ja, wenn wir jetzt uns anschauen, was wir mit diesem System erreichen, dann können wir auf der einen Seite natürlich die Leistungsbeurteilung für uns Lehrer und Lehrerinnen, aber auch für die Schüler und Schülerinnen sehr transparent gestalten. Okay. Ja, und wir haben also quasi eine sehr, sehr gute und konkrete Übersicht über die quasi unterschiedlichen Handlungsfelder und Handlungsprozesse, die ja sozusagen als Teile der jeweiligen im Lehrplan verankerten Kompetenzen sind. Genau, und für die Schüler ist das auch ganz ersichtlich, was sie quasi alles zu erbringen haben. Ja, und für uns ist es jetzt eigentlich auch zu einem Tool geworden, wo wir sagen, wir können adaptives Lernen unterstützen. Also es ist jetzt nicht das Tool, das adaptive Lernen macht, so wie wenn ich sage, ich habe adaptive Tests, wie das ja teilweise schon automatisiert geht, aber es unterstützt uns Lehrkräfte dabei zu sehen, okay, was können die Schüler, was können sie noch nicht und wo müssen wir ansetzen, ja? Also was können wir vielleicht jetzt heute ein bisschen außen vor lassen, weil das schon gut funktioniert, und wo braucht es noch Übung? Und das ist eigentlich eine großartige Erkenntnis, und das sehen wir auch wirklich, dass sich das im Laufe der Zeit halt jetzt ganz stark schon etabliert hat. Und eigentlich anfänglich, muss man schon sagen, war es ein großer Aufwand, eine große Umstellung für alle. Es war auch nicht für alle so einfach. Es hat auch ein paar gegeben, die es nicht so super gefunden haben, weil es doch ein großer Aufwand ist. Aber wenn wir jetzt zurückblicken auf die ersten Monate, dann können wir durchaus sagen, dass sich das schon sehr, sehr positiv etabliert hat, auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Ich möchte noch kurz auch hinzufügen, weil eben die Sandra auch dieses adaptive Lernen noch erwähnt hat. Das letzte Mal beim Moodle-Symposium war das ja auch so ein bisschen Thema, dass ja diese digitalen Möglichkeiten ja nicht nur Dinge ersetzen sollen, die also sonst analog irgendwie stattfinden, sondern auch einen pädagogischen Wert haben sollen. Und wir sehen eben darin besonders diesen pädagogischen Wert auch, dass man eben die individuellen Leistungserfolge besser überblicken kann und dann eben ansetzen kann, dort, wo es notwendig ist. Okay, ich sehe gerade, dass eigentlich die Folie, die ich hier habe, nicht gezeigt wird. Moment. Na, weil die Abschlussfolie, die wäre schon noch wichtig. So. Jetzt gibt es auch die Folie dazu, zu dem, was wir besprochen haben, und wir freuen uns sehr, dass Sie uns zugehört haben und dass wir unsere Erfahrungen teilen durften,
und hoffen, dass jetzt alle, nachdem wir einen Booster gemacht haben, mit der Kaffeemaschine Kaffee trinken gehen können. Super, ein toller Abschluss. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Sehr eindrucksvoll, was ihr da jetzt schon gemacht habt. Und ihr habt natürlich auch gesehen, dass da ein gewisser Vorbereitungsaufwand damit verbunden ist, aber auf der anderen Seite ist das eine Vorbereitung auch für die nächsten Jahre. Das heißt, das ist nicht ein einmaliger Prozess, und wenn das einmal in diese digitalisierte Form überführt worden ist, dann ist es einfach auch für euch und für andere Kolleginnen immer wieder verwendbar. Ganz kurze Frage, es gibt ja da auch die Funktionalität, sehr stark zu individualisieren, indem man mehr oder weniger Zusatzaufgaben und so weiter auch Schülerinnen übermittelt. Das nutzt sie aber nicht, weil ihr das nur für diese Tage verwendet. Aber das ist richtig vom Konzept her verstanden. Also momentan sind wir mal dort und sind jetzt quasi mal, wir haben aber noch viele, viele Ideen, auch die Sandra und ich haben, wir fantasieren schon, wie man das jetzt noch weiter ausbauen kann, und da wollen wir schon solche Dinge auch berücksichtigen, dass man also auch diese vertiefenden Komponenten noch vielleicht für diejenigen, die eben hier noch mehr Skills haben oder beziehungsweise die Kompetenzen schon erfüllt haben, dass man denen noch andere Angebote macht. Das ist schon etwas, was man uns auch... Ja, und halt vielleicht auch also für die, die sich schwer tun, dass man hergeht und sagt, okay, es gibt da jetzt ein Lernvideo für die Handhabe der Kaffeemaschine, dass man sich eben anschauen kann. Wenn man auf diese Kompetenz klickt, ist das eben dann verlinkt. Und dass man sich, wenn man sich schwer tut, da halt auch zu Hause schon ein bisschen vorbereiten kann, bevor man in die Station kommt das nächste Mal. Ah, super toll. Ich könnte eine Frage von der Yvonne Zauner noch schnell beantworten, die im Chat gekommen ist. Ist die Kompetenz erfüllt, wenn sie einmal richtig ausgeführt wurde? Da schaut es so aus, dass im Prinzip mehrere Aufgabenstellungen mit einer Kompetenz verknüpft sind. Und dann, wenn die Lehrkraft entscheidet, dass sozusagen die Aufgaben oder der Großteil der Aufgaben erfüllt worden ist, dann kann man diese Kompetenz dann auch markieren als erreicht. Es gibt so gewisse Mechanismen, Automatismen auf Ebene der Teilkompetenzen, die sozusagen das unterstützen. Also wenn man sagt, da können Schülerinnen selbst arbeiten und da wird automatisch dann, also eine Teilkompetenz, wenn ein gewisser, keine Ahnung, Wert erreicht worden ist, genehmigt oder erteilt. Aber das große Ganze bleibt natürlich uns Pädagoginnen überlassen, die Beurteilung vorzunehmen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Präsentation. Wir begeben uns jetzt in die wohlverdiente Mittagspause.